Hallo Gruppe C, hallo Kolumbien, hallo Griechenland und natürlich hallo Zuschauer. Herzlich willkommen bei der Gruppe C bei der WM, heute mit dem Spiel Kolumbien gegen Griechenland. Ja, und das ist doch mal wieder ein Spiel, wo man gar nicht glaubt, was eigentlich für starke Mannschaften hinterstehen. Hier spielt mit Kolumbien der Fünfte der Weltrangliste gegen den Zehnten mit Griechenland. Gerade Griechenland ist ein bisschen überraschend, weil die ja in den letzten Jahren nicht ganz so, sagen wir mal, präsent waren. Und woher Kolumbien die vielen Punkte geholt hat, ist schon respektabel, muss man klar sagen. Das hätte ich beim Drüberschauen so nicht erwartet. Und während wir hier mal wieder die Hymnen hören, kommen wir zur beliebtesten Frage des Spiels. Was tippst du? Ja, ich tippe schwierig. Ich denke, dass Kolumbien das Spiel macht. Auch weil Heimkontinent und Griechenland, ich weiß nicht, die sind zwar motiviert sicherlich, aber ich glaube, Kolumbien wird das klar gewinnen mit 2:0. Ja, du klaust mir ja meinen Tipp, weil ich wollte eigentlich dasselbe sagen, aber... Ja, musst du dasselbe sagen. Ja, dann sage ich dasselbe. Na, du bist ja ein Nachmacher. Gut, also 2:0 für Kolumbien tippen wir beide. Und schauen wir mal, was uns hier mal wieder erwarten wird. Griechenland spielt in den blauen Auswärtstrikots und Kolumbien in den gelben Heimtrikots. Und hier nochmal einen Blick auf die Aufstellung in Kolumbien mit einem 4-4-2-System. Der Bundesligaspieler Adrian Ramos nur auf der Ersatzbank von Hertha BSC. Und Guarín ist gar nicht mit hier auf dem, im Innenbereich, sondern auf der Tribüne, denn er darf heute nicht antreten. Er ist gelb-rot gesperrt aus dem letzten Qualifikationsspiel in der südamerikanischen Qualifikation. Gegen Paraguay war Gegen das. Paraguay war das, ja. Ziemlich frühe gelb-rote Karte war das sogar und ziemlich unnötig. Aber gut, so ist das. Das Spiel läuft. Griechenland mit dem Ball schon im Aus und so weiter und so fort. Mal schauen, ob Griechenland, die sind ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie auch immer mit Bus anreisen. Das war jetzt gerade doch eine gute Chance. Mal schauen, ob sie uns, ja, enttäuschen ist fast das falsche Wort, wenn sie offensiv spielen. Also, überraschen. Also das war grandios gespielt, diese Vorlage. Die Annahme natürlich sehr, sehr schwierig, aber wenn der natürlich reingeht, dann, ja, ein schönes Tor wäre das gewesen. Absolut. Ja, jetzt kommt Kolumbien, möchte auch mal den Ball. Und da sieht man, die haben gleich einen ziemlichen Drang nach vorne. Und da erwartet ihn natürlich schon die Abwehrkette der Griechen. Was man aber auch noch dazu sagen muss, Kolumbien auch ganz klar geschwächt, denn Falcao ist ja nicht mit dabei. Der ist mit einem Kreuzbandriss ausgefallen, ist ja die Tormaschine, die momentan beim AS Monaco spielt. Der Nationalheld sozusagen, also... Ja, Kolumbien hat Kreuzband. Also sozusagen, ja. Also ich denke, das ist schon eine... Also es ist jetzt nicht so, dass die sonst keine anderen Spieler haben, aber ja, das System ändert sich dadurch schon deutlich, weil Falcao natürlich zentral im System involviert ist. Ja, es ist auf jeden Fall der wichtigste Spieler. Also natürlich haben sie auch andere, stehen ja auch 11 auf dem Platz und ein paar sitzen auch noch auf der Ersatzbank. Und auf der Tribüne. Und auf der Tribüne, aber... Oh, jetzt Griechenland hier ganz frei vom los? Tor. Aber gut getrennt. Aber im letzten Moment. Es reimt sich, und was sich reimt, ist ja gut. Ja. Hat Pumuckl schon gesagt. Und jetzt genau der Konter. Aber so wird das nicht... Oh. Gut abgeräumt. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt. Ja, die kolumbischen Fans sind auch da. Wunderbar. Ja, aber ob denen das so gut gefällt, dass da jetzt schon Griechenland zweimal recht gut vorm Tor stand. Ah, jetzt kommt aber Kolumbien. Martinez schießt und 1:0! Und das 1:0, was ist denn hier los? Da überschlägt sich gleich meine Stimme. Das war wieder, wie es so schön heißt, aus dem Nichts mit einer schönen, ja, mehr oder weniger Drehung. Ja. Also da stand er erst so da, jetzt wollte er nichts machen, so warten wir ein bisschen. Ach, da ist ein Tor. Der Gegner dachte sich auch, da schießen wir mal. Der wird sicher nicht schießen und dann, tja, nichts gewesen, schießt er das 1:0. Ja, also Martinez mit dem 1:0. Und ja, jetzt ist natürlich Griechenland gefordert.
die müssen jetzt nicht nur schön vorm Tor auftauchen, sondern auch wirklich ein Tor erzielen. Und ja, der Versuch wurde dann wieder vereitelt von den Kolumbianern, die dann direkt in der Gegenbewegung sind. Und ja, gehen über die linke Seite, versuchen es ja, weiterhin. Und jetzt müsste die Flanke kommen, aber wurde er nochmal abgewehrt. Oh, schneller Einwurf. Aber wieder nach hinten gespielt, da hat er nicht so viel draus gemacht. Aber sie haben natürlich noch den Ball. Ja, etwas verspielt, aber wird nicht bestraft. Jetzt die Flanke, aber den muss der Torwart haben und natürlich hat er ihn auch. Ja. So, Griechenland versucht es mit einem weiten Abschlag, der sogar funktioniert zum eigenen Mann. Und weiter auf die linke Seite. Jetzt wieder zurück, das wäre es natürlich gewesen. Wahnsinn! Und Außenpfosten! Pfosten, das war knapp. Was mir gerade auffällt, seht ihr die Bewässerungsgitter hinterm Tor? Die führen direkt durchs Tor. Ich weiß nicht, ob das so von der FIFA in Ordnung ist. Da müssen wir nochmal in das Regelbuch schauen. Da hat wohl ein Arbeiter ein bisschen Spaß machen wollen und hat die Regenrinne direkt ins Tor gezogen. Das tut, glaube ich, ganz schön weh, wenn die da drauf knallen. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich hier keiner verletzt. Ja, aber beide mit einer sehr hohen Quote von Pässen, die ankommen. Also beide sehr passsicher. Sehr sicher. Das erklärt auch, warum beide immer wieder vors Tor kommen und dann eben meistens erst am Torwart den Ball verlieren. Ja. Samaras. Also entschuldigt uns bitte, wenn wir nicht alle griechischen Namen komplett aussprechen, aber die sind teilweise... Das Spiel dauert nicht lang genug, als dass wir sie komplett aussprechen können. Das sind wahnsinnig lange, die Namen. Ja, und... Aber ich fürchte, da gibt es noch ein paar andere Länder, da werden wir noch ein paar mehr Schwierigkeiten mit den Namen haben. Oh, schön aufgepasst von Sokrates. Gefährlicher, langsamer Ball vom Torwart nach vorne. Ja... Jetzt trappelt das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Sanchez mit einer 100% Passquote. Bisher der beste Spieler auf dem Feld. In dieser Statistik zumindest. Ja, vielleicht will jetzt Griechenland wieder das Spiel etwas schneller machen. Hier dribbelt sich so ein bisschen vorbei. Und Foul. Und das ist das erste Foul des Turniers. Ja, unglaublich. Freistoß für Griechenland. Nicht eine gute Position, aber kommt trotzdem fast zum Kopfball. Und ja, kann Kolumbien jetzt den Gegenangriff einleiten? Ja. Aber ja, es sind zu viele Blaue, also das wurde erstmal verheitelt. Aber jetzt katastrophaler Pass und so ist Kolumbien wieder im Ballbesitz. Kaum sagen wir, dass die alle so gut passen, schon verspielen sie einen Ball nach dem anderen. Ja, es sieht echt danach aus. Also Kolumbien spielt irgendwie gerne über die linke Seite. Die rechte Seite wird da fast vernachlässigt. Weniger. Vielleicht jetzt mal, aber nee, mit einem kleinen Trick. Oh, schön. Was ein Schuss, aber ja, den muss der Torhüter natürlich haben. Er war direkt auf dem Torwart, die Hände müssen natürlich ein bisschen hoch und dann hat er den locker. Aber trotzdem Eckball, also trotzdem eine gute Chance für Kolumbien. Ja, schauen wir mal. Das sieht nach einer kurzen Ausführung aus. Und das könnte gut in etwas einstudiert, aber die Griechen haben aufgepasst. Gut in den Weg geschmissen, würde ich mal sagen. Ja, wir sind immer noch in der Nachspielzeit. 3 Minuten wurden vorhin angezeigt und da sind sie vorbei. Ja, das war ja schon mal eine interessante erste Hälfte. 1-0 für Kolumbien verdient? Ja, eigentlich schon, aber... Bisschen. Die haben... mehr fürs Spiel getan. Griechenland hatte aber auch eine Großchance, die darf man nicht vergessen, mit einem Schuss an den Außenposten. Hier, diesen. Hier nochmal zu sehen. Und das hätte es natürlich sein können. Also würde ich sagen, Kolumbien hat ein bisschen mehr vom Spiel gezeigt. Griechenland war nicht schlecht, aber hat irgendwie der Zug zum Tor hat noch ein bisschen gefehlt. Ja, genau. Und hier natürlich nochmal diese Chance. Gut, dann springen wir direkt in die zweite Halbzeit. Kolumbien mit dem Anstoß jetzt von rechts nach links. Und ja, Griechenland ist jetzt gleich mal stark und versucht auf das schnelle Tor zu gehen. Flanke nach außen, kommt an. Und nochmal abgespielt. Was machen die da? Die spielen den Gegner und die Kommentatoren wild und ein Schuss, aber der war deutlich zu schwach, um den Torwart
in Probleme bringen zu können. Da rammt er seinen Torwart. Den gegnerischen Torwart. Was wollte er da machen? Wir sind hier nicht beim Rugby. Eigentlich nicht. Das hat ihm wohl niemand gesagt. Wenn der Torwart den Ball hat, dann ist ein Angriff tabu. So, aber die Griechen sind jetzt deutlich stärker geworden, sind jetzt schon wieder am Ball und... Schöner Pass. Ah, ein Pass, aber... Aufgepasst. Ja, aufgepasst, genau. Und die Chance ist aber noch da. Ah. Jetzt nicht mehr. Das war zu weit in den Rücken des Mitspielers gelegt. Oh, aber Samaras mit seinem breiten Körper stellt er sich da rein, aber die Flanke war dann zu ungenau. Vielleicht hatte er einfach keine Kraft mehr, nachdem er jetzt doch viele Meter laufen musste, um an diesen Ball zu kommen. So. Und der erste Wechsel. Boni kommt rein. Für Karagounis. Aber wir haben schon ein paar Mal während dieser WM festgestellt, dass die Mannschaften eigentlich sehr konzentriert angefangen haben und dann im Laufe der Zeit wirklich ein bisschen unkonzentrierter werden. Also ich glaube, da wirkt sich wirklich das Klima schon ein bisschen aus. Ja, das denke ich auch. Es ist natürlich sehr extrem. Also das ist mit dem europäischen Wetter überhaupt nicht zu vergleichen. Wir haben hier eine viel höhere Luftfeuchtigkeit und ja, auch die Temperaturen sind sehr hoch. Gute Möglichkeit, nach innen geflankt, gepasst, aber zu wenig draus gemacht. Aber trotzdem, die Kolumbianer sollten sowas doch eigentlich abkönnen. Eigentlich schon, ja. Also die sollten das Klima auf alle Fälle gewohnt sein. In dem Fall sieht es aber fast so aus, als ob die Griechen damit besser zurechtkämen. Zumindest sind sie deutlich offensiver. Und aber der Torabschluss fehlt natürlich. Das war Abseits, oder? Das war Abseits, ja. Eine gute Idee, aber leider ein Meter Abseits von Katuranis, glaube ich, war es. Und so wird das leider nichts mit dem Anschlusstreffer. So, noch mehr Wechsel. Adrian Ramos kommt rein bei Kolumbien und Fetfatsidis kommt rein. Ein interessanter Name, wie ich finde. Der spielt bei Genua übrigens. Ramos natürlich bei Hertha BSC. Noch. Ist ja schon unter Vertrag bei Borussia Dortmund. Richtig. Aber ob er sich da Immobile durchsetzen wird, das ist natürlich fraglich. Aber auf alle Fälle hat Dortmund da einen sehr guten und... Was ein Schuss! Hat Dortmund da zumindest einen sehr guten zweiten Stürmer. Ja, das muss natürlich. Man so sagen. So, das war eine sehr gute Chance. Der war, glaube ich, gar nicht so weit vorbei. Nochmal ein Wechsel. Auch Ramirez kommt jetzt rein für Sanchez. Und schauen wir mal, noch 20 Minuten zu spielen. Kolumbien führt noch 1-0. Wir sind gespannt, ob da noch was und schon passiert. Wieder Unkonzentriertheiten bei Kolumbien, aber auch diesmal sofort von Griechenland. Und das ist ja ein Fehlpass-Spektakel da momentan. Und das, obwohl wir vorher noch meinten, dass sie eine super Passquote hatten. Jetzt ein Fernschuss. Oh, Pfosten! In dem Pfosten, glaube ich, war das sogar. Aber der Ball springt vom Tor wieder raus. Und jetzt ein super Ball von Ramos. Wunderschöner Pass. Auf Cuadrado. Und kann er nutzen. Ach, oh, das war... Oh, grandioses Tor von Ramos, der eben eingewechselt wurde. Hat sich... Schon gelohnt, ein Joker-Tor. Was ein kurioses Tor. Er kriegt einen schlechten Ball rein, legt sich den Ball irgendwie vor und mit dem Flugkopfball den Ball dann ins Tor. Das ist ja... Und die griechischen Fans sind natürlich am Schimpfen, weil das war eine katastrophale Abwehr. Direkt den Gegenspieler angespielt. Also er hat sich quasi den Ball selbst zum Flugkopfball vorbereitet. Das sieht man auch nicht alle Tage. Sensationell. Kriegt er jetzt den Assist für sich selbst auch? Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine gute Frage. Ich finde, das wäre mal wieder eine Frage fürs Regelbuch. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist ja wie bei Ball aus der Luft. Darf man ihn sich selber vorbereiten oder nicht? Ja, ich wage mal vorauszusagen, dass das das für Griechenland war. Ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal voll nach vorne gehen. Nee, ich befürchte auch nicht. Es sind ja nur noch 10 Minuten zu spielen etwa. Na, vielleicht jetzt mit einem Einwurf nach einem katastrophalen Zuspiel der Kolumbianer. Ja, aber da fehlt wieder mal so der berühmte Zug zum Tor.
Ja, vielleicht war der Bus einfach nicht das richtige Verkehrsmittel. Einmal erneut, aber ja, wieder dasselbe. Wäre der Pfostentreffer drin gewesen und das war auch ein wunderschöner Schuss vorhin. Absolut. Ja, dann hätte es halt unentschieden gestanden und dann wäre es auch wieder ganz anders gewesen. Also, ja, das ist Fußball. Kleinigkeiten entscheiden. Und wir beide hoffen ja jetzt komplett neutral, dass es beim 2-0 bleibt, gell? Genau, wir hoffen, dass sich niemand mehr verletzt. Ja. So, Martinez hier dribbelt ein bisschen um in griechischen Verteidiger rum, aber der hat aufgepasst. Ja, aber trotzdem, also man merkt jetzt wieder, dass Kolumbien das Spiel an sich gerissen hat mit dem 2-0. Davor sah es ja kurzzeitig mal so aus, als ob Griechenland vielleicht das Spiel drehen könnte. Aber ja, gerade sieht es nicht danach aus und Kolumbien wechselt, Arias kommt rein. Ja, nochmal Eckball für Kolumbien. Ja. Jetzt ist das 3-0, aber der geht direkt auf den Torwart. Da mit dem neuen Verteidiger Aria, denke ich auch, will er jetzt das Ergebnis halten. Natürlich die 2-0-Führung ein super Ausgangsergebnis, um weiterzukommen im Wettbewerb. Auf alle Fälle, vor allem mit den anderen Mitstreitern in der Gruppe, ist das auf alle Fälle sehr gut machbar. Japan ist ja noch mit dabei. Und die Elfenbeinküste. Und die Elfenbeinküste, die natürlich auch nicht zu unterschätzen sind. Ja, nein, aber ja. Das erste Spiel zu gewinnen ist natürlich schon mal extrem wichtig. Alle Spiele gewinnen ist es. Und das Spiel ist aus. Sie haben es geschafft. Ja, yeah, und wir haben volle Punkte für dieses Tippspiel bekommen. Yay! Ole, ole. Ja, genau. Also, Kolumbien gewinnt 2-0 durch die Tore von Martinez und Ramos. Also, der Joker hat gestochen. Griechenland nicht zufrieden. Sieht man hier auch in den Gesichtern, die sind total enttäuscht, haben sich da viel mehr versprochen. Und das muss natürlich im nächsten Spiel anders laufen. Sonst war es das mit der WM und sie müssen wieder nach Hause fahren. Richtig. Dann wird es auch nicht mit Urlaub in Brasilien, weil da ist die Enttäuschung natürlich dann doch zu groß. Genau. Ja, hier nochmal mit dem letzten schönen Blick ins Stadion und da schauen wir uns nochmal die schönen Tore an. Hier das 1-0 durch Martinez. Also, ich fand's faszinierend, wie er da steht und ach, dann schießen wir einfach mal drauf. Ja, genau. Täuscht nochmal kurz an, lässt den Gegenspieler stehen und reißt die Lücke damit auf. Ja, der Pfostenschuss war natürlich unglücklich. Ja. Und dann sehen wir wahrscheinlich gleich nochmal, dass, ja, das war verdammt knapp. Sehr, sehr eng, aber... Und dieser wunderschöne Schuss, also zweimal Aluminium für Griechenland, also... Richtig Glück gehabt. Und dieses hier. Grandiose, also das ist echt... Das hat Chancen für Tor des Spieles. Bisher auf, ja, Spieles bisher, für mich persönlich, einfach weil es so ein bisschen kurios war, bisher das Tor des Turniers. Ja, genau. Und ja, damit freuen wir uns gleich auf das zweite Spiel der Gruppe C, sind wir. Genau. Und schau mal, hoffentlich wird das auch wieder ein spannendes Spiel. Bisher hatten wir ja doch sehr spannende Spiele und das kann gerne so weitergehen. Genau. Also, bis gleich. Genau. Einen wunderschönen guten Abend zu dieser sehr, sehr späten Stunde, 22 Uhr Ortszeit und das Spiel zwischen der Elfenbeinküste und der japanische Nationalmannschaft steht kurz davor, hier in der Arena Pernambuco. Und ja, die Fans sind gut drauf. Ja, es ist Samba im Stadion. Was ich mich ja, wenn ich dich jetzt unterbreche, ich frage mich ja immer, wo kommt dieses ganze Konfetti her? Und wer räumt das wieder weg vor dem Spiel, wohlgemerkt? Ja, ich glaube, das lassen die einfach nur vor der Kamera runterregnen, damit das so aussieht, als ob das überall wäre. Aber es könnte natürlich auch der Überflieger sein. Gut. Also, Elfenbeinküste gegen Japan. Interessant. Afrika gegen Asien. Und ja, zwei Mannschaften, die nicht sehr hoch in der Weltrangliste sind. Und zwar die Elfenbeinküste auf Platz 20. Beziehungsweise 21 international. In Japan nur auf 47. Ja, das ist natürlich... keine Übermannschaft. Richtig. Und dementsprechend, ich glaube, ich bin dran. Ja.
werde ich auch tippen, dass die Elfenbeinküste mit Drogba, genau, Drogba, so hieß er, dieses Spiel für sich entscheiden wird, und ich tippe auf ein 3:0. Oh, das ist ähnlich wie ich tippen würde, aber ich tippe auf ein 3:1. Ja. Also für, auch ebenfalls für die Elfenbeinküste. Hier sehen wir es, Touré natürlich auch mit dabei, Drogba und ja. 4-3-3, offensiv, und bei den Japanern, ihr seht es, viele Bundesliga-Spieler mit dabei oder auch ehemalige. Ja. Und Ushida kennt man auf alle Fälle, Hasebe ist auch mit dabei. Und ja, jetzt geht's los. Die Elfenbeinküste in traditionell orange und Japan in traditionell blau, was fast ein bisschen lila aussieht, aber das will ich jetzt mal nicht beurteilen. Das schieben wir einfach auf die Lichtverhältnisse. Genau. Nachdem es ja, wie gesagt, 22 Uhr Ortszeit, hier gerade daheim 3 Uhr nachts, wenn ich mich nicht verschaut habe auf der Uhr. Ja, das ist irre. Das ist eines, also das auf alle Fälle das späteste Spiel hier während der WM. Jetzt warten wir mal diesen Angriff ab. Wow, oh, was Latte. Ein Schuss. Wahnsinn. Was ein Schuss. Gut, dass wir abgewartet haben. Also, es ist das späteste Spiel dieser WM, und das normalerweise ist es ja immer so, dass beim Eröffnungsspiel danach noch ein zweites Spiel stattfindet. Und das ist in dieser WM nicht der Fall, und deshalb gibt es hier dieses Spiel so spät. Ja, also ich verstehe zwar, dass man das Eröffnungsspiel irgendwie absetzen will, aber ja, 3 Uhr nachts europäische Zeit bzw. deutsche Zeit ist dann doch sehr spät für den Fußballfan, wenn er am nächsten Morgen raus muss. Oh, kein Abseits, kein Abseits. Ich bin etwas überrascht, weil für mich war das ziemlich klar Abseits. Und da stolpert der Torhüter noch etwas über seinen eigenen Spieler. Mich wundert es auch, dass der Torwart da nicht rauskam, weil den hätte er ja einfach wegboxen müssen, den Ball. Ja. Dann wäre es überhaupt nicht kritisch gewesen. So, was passiert? Elfenbeinküste im Strafraum am Ball. Bleibt am Ball. Aber Osaka-Saki. Mit einem Befreiungsschlag, aber da kein Japaner, der den Ball entgegennehmen könnte. Deswegen die Elfenbeinküste weiter im Angriff. Ja, also die Elfenbeinküste in den ersten Minuten klar überlegen. Die Japaner, glaube ich, noch nicht mal aus der eigenen Hälfte herausgekommen. Vielleicht jetzt mit Honda. Über die rechte Seite. Legt ab für Okazaki. Ist Honda eigentlich ein offizieller Sponsor der japanischen Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mal im Handbuch fragen. Aber es wäre auch witzig für andere Autohersteller. Was gibt's denn noch von Japan? Toyota. Toyota, genau. Wenn Toyota Werbung macht mit dem Spieler Honda. Das Honda empfiehlt Toyota oder sowas. Genau. Und natürlich gibt es noch viele andere Automarken auf der Welt. Wir wollten hier natürlich keine im Vordergrund stellen. Nein. Bobby Carr zum Beispiel. Schöner Kopfball! Oh. Wow, der war kräftig. Der hatte viel Wucht dahinter. Und der war verdammt knapp. Aber, ja. Da hat nicht so viel gefehlt. Hier sehen wir es. Und? Boah, das war ja Zentimeter. Hat echt nicht mehr viel gefehlt. Okay, wir sind von unseren Tendenzen noch weit entfernt. Ja, aber es ist zumindest schon mal die richtige Richtung. Yep. Und jetzt mal schauen, ob sich vielleicht Japan befreien kann und das überraschende 1-0. Sie versuchen es jetzt wieder mal über die rechte Seite, mit Ushida. Schöner Doppelpass davor. Der liegt zurück zu Hasebe, aber der verliert den Ball und damit geht der Angriff der Elfenbeinküste wieder los. Und die sind schnell. Der ist absolut hier mit Trick. Mit einem Übersteiger direkt auf Drogba, und der kann den Ball nicht stoppen. Aber bleiben im Ballbesitz. Und Kopfball. Oh. Der kleine japanische Verteidiger hat geklärt. Gegen den großen Afrikaner. Jetzt hier Mäder und wieder vor auf Okazaki. Der legt rüber. Oh, Honda. Der ist drin! Das ist das 1:0, unglaublich, aus dem Nichts. Das ist ja unglaublich, die Autofirma hat getroffen. Und was für ein Schuss. Ja, die produzieren anscheinend keine Busse. Das ist wahr. Also von außerhalb des 16ers, er war nicht
komplett unbedrängt, glaube ich. Und dafür war das ein verdammt guter Schuss. Ja, er hat ihn aber auf jeden Fall gut freigestellt. Also da haben sich die Verteidiger komplett auf den anderen Spieler konzentriert. Er hat sich auch überhaupt nicht viel Zeit genommen. Hat den Ball angenommen, auf den anderen Fuß gelegt. Zack, rein, passt. Und ja. Das ist überraschend. Das ist sehr überraschend. Und kann vielleicht auch einen Vorwurf an den Torhüter machen. Weil die Entfernung war groß. Sehr so fest war, empfand ich den Schuss jetzt auch wieder nicht. Aber natürlich. Oh, jetzt die Elfenbeinküste, aber gerade so geklärt im letzten Moment. Ja, aber wie gesagt, man konnte auch mit diesem Schuss jetzt nicht so rechnen, dass der Torhüter sich lange vorbereiten konnte. Also, ja, müsste man nochmal sich genau anschauen. Aber die Japaner sind jetzt nach dem ihrem Tor bestärkt und stürmen jetzt gleich weiter mit Maeda, der aber nochmal auf Hasebe zurückkommt. Und da haben sie sich falsch abgesprochen. Ja, da. Oder nicht abgesprochen, genauer gesagt. Ja, Drogba legt schön ab für Diamonde. Was war das? Jetzt? Freistoß für Japan. Was war da? Das hätte ich jetzt nochmal gesehen. Ich konnte es nicht genau erkennen. Regie? Ja, die Regie hört, glaube ich, heute auf uns nicht. Das ist die Weltregie. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja auf die Bilder der Weltregie angewiesen. Oh, schön vorgelegt davon. Wahnsinn! Oh, Pfosten! Knapp vorbei. Der Junge hat sich was vorgenommen hier. Na, war gar nicht am Pfosten, richtig. Schön. Ja, also auf jeden Fall knapp. Und da hat auch schon wieder nicht viel gefehlt. Also wir unterschätzen, glaube ich, Japan gerade sehr ordentlich, was die hier gerade zeigen. Also damit hätten wir nicht gerechnet. Ich glaube, wir überschätzen gerade die Elfenbeinküste. Das ist natürlich auch möglich. Die haben zwar wahrscheinlich einen sehr guten Sturm, aber in der Abwehr, ja, da mangelt es natürlich. Yep. Jetzt schon wieder Japan, die kontern die gerade wirklich aus. Das ist unglaublich. Aber so der letzte Zug wirklich zum Tor fehlt mal wieder. Ja. Trotzdem kommen sie aber besser zu Chancen als die Elfenbeinküste. Ja. Oh, Honda, Wahnsinn. Ja, aber der geht weit vorbei. Ja, ist natürlich die Frage, ob dieses Ergebnis anders verlaufen würde, wenn man hier vielleicht mit anderem Personal gearbeitet hätte. Denn wir haben ja noch Seydou Doumbia, der Spieler von ZSK Moskau. Der hat ja in dieser Saison 18 Tore geschossen in 22 Ligaspielen. Das ist ein wahnsinniger Wert. Der wurde aber nicht berücksichtigt für diese WM, ja, weil es anscheinend laut dem Trainer zu viele Alternativen gibt. Ja, also es ist natürlich klar, die haben wahnsinnig starke Leute, aber die bringen es irgendwie nicht auf den Platz gerade. Und jetzt, ja, sind wir schon in der Halbzeit. Ja, schauen uns gleich nochmal die Versuche an. Hier ein Versuch von der Elfenbeinküste nach dem anderen. Ja, und wieder bewahrheitet sich, wenn du sie vorne nicht reinmachst, wird's eng. Und hier dieser wunderbare Querlieger auf den anderen Fuß. Wow. Ja, tolles Tor. Superschuss. Ich hätte den aber trotzdem jetzt nochmal gern aus der anderen Perspektive gesehen, was der Torhüter da hätte machen können. Schauen wir mal nach dem Spiel, vielleicht kriegen wir da von der Weltregie das Tor nochmal eingeblendet. Und ja. Gehen dann auch schon direkt in die zweite Halbzeit. Ja, ich huste nochmal. So. Gesundheit. Dankeschön. Und Japan jetzt von links nach rechts und ja, die machen gefühlt gerade so weiter, wie sie aufgehört haben. Ich finde, Endo klingt wie ein Pokémon. Oh, oh, wahnsinnig, jetzt wenn er jetzt nach unten passt. Oh, das muss Elfmeter geben von meiner Seite. Der hat ihn runtergezogen, ohne den Ball zu spielen. Für mich war das ein klarer Elfmeter. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, aber ja, ob er da wirklich richtig lag, ich bin mir nicht sicher. Ob er wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht die Pfeife trillert oder ja, die Fahne sich hebt. Das könnte man eigentlich bei Abseits so wow, sagen. Flugkopfball. Wow, Flugkopfball. Das war risikoreich vom Abverteidiger. Die Torhüter hatte auch eine sehr komische Position eingenommen. Hat sich fast hinterm Tor versteckt. Hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl gerade. Und die Japaner sind wieder im Kommen. Also vorhin bei diesem ja, fast Elfmeter, sagen wir es mal so,
zweimal ärgern. Einmal diese wahnsinnige Chance vergeben, weil er hätte einfach runterpassen müssen zu seinem Mitspieler, der mitgelaufen ist, der hätte einfach locker einschieben können. Und zum Zweiten dann ja die Elfmetersituation. Ja, aber er wurde, glaube ich, auch ein bisschen überrascht von dem... Den hat man fast schon drin gesehen. Ich denke, er wurde auch vorher etwas überrascht vom Verteidiger. Was? Aber natürlich war das jetzt hier auch eine super Chance. Was war das für eine krasse Vorlage? Ja. So aus dem Nichts einfach vorhauen, zack. Und schon ist er vom Tor. Ist ja unglaublich. Ja, Japan mit 1-0. Das wäre schon eine Überraschung. Absolut. Und Drogba hin und Drogba her, das wäre schon eine Überraschung auf alle Fälle. Aber die Elfenbeinküste muss sich jetzt anstrengen, weil ich glaube nicht, dass sie mit diesem Ergebnis zufrieden sind. Aber können sie nicht. Auf gar keinen Fall. Aber jetzt, Japan spielt saugut mit. Was heißt mit? Die spielen gerade besser. Die machen das Spiel, ja. Und wenn sich jetzt die Elfenbeinküste nicht schnell zusammenreißt, dann war's das. Aber auch auffällig, die Elfenbeinküste gerade mit einer 5er Abwehrkette hinten und dahinter nochmal 3. Also die spielen total defensiv. Ja. Die haben jetzt wohl bei den Japanern den Bus bestellt. So, Suzuka kommt rein für die Elfenbeinküste, für Diamandé. Vielleicht ja, bringt das nochmal was. Auch das wieder schlecht geklärt. Und das war schlecht vorgelegt. Aber das Pokémon Endo hat den Pokéball zurückerobert. Und das ist jetzt. So. Das ist. Tut mir leid, wenn ich den jetzt immer Pokémon nenne, aber das ist. Das bleibt jetzt. Ja, aber Japan hat jetzt auch irgendwie das Glück, die zweiten Bälle zu erobern. Das ist ja... Und die machen es taktisch sehr gut. Sie halten den Ball. Ja, und wenn du den Ball hast, kann der Gegner keine Tore schießen. Absolut. So, jetzt wird es aber langsam doch, ne, noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt müsste dann die Elfenbeinküste nochmal kommen, wenn sie denn was bewirken wollen. Ja, mit dieser Flanke, die war leider nicht zielführend. Das war direkt in den gegnerischen Verteidiger rein. Ja, aber es ist schon interessant. Wir haben ja vorhin gesagt, die Elfenbeinküste hat so viele gute Offensivleute, dass man eben manche Leute auch daheim lassen muss. Aber ja, die Offensive alleine ist es halt nicht. Ne? Ja, da fehlt natürlich ein Zusammenspiel der einzelnen Personen. Und das war eine gute Idee, aber der Mitspieler hat nicht mitgemacht. Folglich war die Idee doch nicht so toll. Ja, er hat sozusagen nicht nur den Verteidiger, sondern auch den Mitspieler ausgetrickst. Und der Schiedsrichter hat damit auch nicht gerechnet. So, mal schauen, ob jetzt nochmal was nach vorne geht. Okazaki läuft in der Seitenlinie. Oh, da war das Abseits, das war okay. Ja, aber trotzdem, der Ball wurde nicht hundertprozentig angenommen. Was spielt der denn da in dem eigenen 16er-Bereich herum? Beziehungsweise bei der 16er Linie. So, vielleicht jetzt über Drogba an der Außenlinie. Kommt eine Flanke, ja, aber schon wieder abseits. Und glaube ich auch. Ach, da ja. Oben, interessant. Ja. Ja, könnte man jetzt auch als passiv werten, aber der Linienrichter hat so entschieden und dann wird das wohl so gewesen sein. Ich glaube, das wird aus unseren Tipps nichts mehr. Ich glaube auch nicht. Ein Doppelwechsel. Aha, Kiyotake kommt rein und De Gradel. Akpa Akpo, ist auch Kiyotake, ein sehr interessanter Name. Kiyotake, der Nürnberger. Ja, Nürnberg, genau in Brüssel. Aber weiterhin ist Japan hier auf dem Vormarsch. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Elfenbeinküste hier nochmal was reißen wird, weil die tun nichts. Ja, und damit hat sich wieder gezeigt, wie wir es schon öfter hatten, die Mannschaft, die am Anfang stürmt, verliert. Aber in diesem Fall, ich würde ganz klar sagen, Japan ist die bessere Mannschaft. Absolut. Sie haben etwas gebraucht, bis sie ins Spiel gefunden haben und dann haben sie es ja nicht mehr hergegeben. Das Pokémon hat vorbeigeschossen. Ja. Ja. So, jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Wieder bei Japan. Das Pokémon verlässt den Platz und für ihn kommt jetzt Inoue. Zurück in den Pokéball mit dir. Können wir bitte den beim nächsten Mal nicht einsetzen? Ja. So, die Elfenbeinküste sucht jetzt natürlich die letzte Chance.
doch noch das Spiel zu drehen, aber schon wieder der Angriff der Japaner. So kann das natürlich nichts werden. Da muss jetzt mal jemand zum Ball gehen. Die lassen die Japaner auch viel zu unbedrängt agieren. Aber die spielen auch sehr intelligent jetzt. Sie spielen offensiv, aber sie gehen nicht vor und halten den Ball. Und ja. Das ist sehr, sehr, sehr intelligent. Ja, sie machen keine, keine Risikopässe, aber da war schon einer. Und jetzt ist es das. Also, die Elfenbeinküste spielt über die rechte Seite mit einer Flanke. Abgewehrt. Kagawa und nach vorne. Und aus ist es! Das Japan. War's! Japan besiegt die Elfenbeinküste mit 1-0. Das ist eine Überraschung. Das ist eine absolute Überraschung. Das ist ja so, wie wenn Brasilien gegen Kroatien nur unentschieden spielen würde. Ach so, Moment. Oder Niederlande gegen Spanien gewinnt. Ja, hier sieht man, Drogba war total entsetzt über dieses Ergebnis. Ich meine, es ist ja noch nichts verloren. Die können ja immer noch gewinnen gegen Kolumbien und gegen Griechenland. Aber es ist natürlich deutlich schwerer geworden. Es wird schwer, vor allem jetzt mit dieser Niederlage im Rücken. Ja. Naja. Aber sie können absolut nicht zufrieden sein mit ihrer Leistung. Absolut und nicht. Das muss sich bei den nächsten Spielen ändern. Sonst wird das nichts mit der K.O.-Runde. Oder sie waren einfach müde, weil das Spiel so spät angepfiffen wurde. Das ist natürlich auch möglich. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir da die Kamera nochmal sehen von dem 1-0. Ja, hier nochmal dieser kräftige Kopfball, der aber am Tor vorbeiging. So, hier schauen wir auf den Torwart. Tor. Ja, er hätte auch in die andere Richtung schießen können, also ist schwierig. Ah. Er war einfach verdammt gut geschossen, genau ins Eck. Ich glaube auch. Gut, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Tabelle der Gruppe C nach dem ersten Spieltag und da sehen wir, dass Kolumbien die Tabelle anführt, nach dem 2-0-Sieg gegen Griechenland. Und dahinter steht eben überraschenderweise Japan auf Platz 2. Ja, und mit nur einem Tor weniger. Ja, Rang 3 und 4 haben dann die Elfenbeinküste und Griechenland. Und ja, da ist natürlich auch so ein Torverhältnis entscheidend, wenn es dann darum geht, vielleicht doch nochmal Punkte zu ergattern. Also es wird spannend in dieser Gruppe. Auf alle Fälle. Das ist, glaube ich, bisher die spannendste Gruppe von allen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Übertragung. Und das ist auch schon sehr spät. Und ja, wir wünschen euch dann eine gute Nacht. Schön, dass ihr so lange aufgeblieben seid. Bei euch ist es ja jetzt schon 5 Uhr in der Früh. Oder so. Und wir wünschen euch eine gute Nacht. Oder guten Morgen. Und oder so. Und genau. Auf jeden Fall, wir sehen uns wieder, wenn es dann losgeht mit der Gruppe D. Wir hoffen auf wieder spannende Matches. Ja, so wie heute. Ja, das war doch sehr interessant. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.